Gefährlich ist es vor allem, wenn man die Tiere unterschätzt, wenn man halt einfach unbewusst in eine Herde reingeht und einfach denkt, es hat noch nie was braucht. Das ist einfach das Gefährliche. Früher haben wir auch einen Bulle gehabt, der war im Jungvieh, also in einem anderen Stall, und haben den immer zur Kuh geführt, in den Stall rüber. Und da ist einmal der Vorfall passiert, dass der Bulle meinen Vater angegriffen hat. Also der Schock war zuerst groß, sie stand vor mir, die Kuh, und ich konnte nicht weg. Dann haben wir gedacht, also schreien brauchst du nicht, das hört dich kein Mensch. Dann habe ich mich auf den Boden sinken lassen und bin unter der Absperrung durchgerollt. Das war jetzt mein Glück. Unfälle im Kuhstall. Wie kann man sie vermeiden? Darum geht es heute bei einem Treffen am Milchviehbetrieb von Elisabeth Herz in Sontheim. Rinder sind keine aggressiven Tiere. Dennoch ist die Arbeit im Stall nicht ungefährlich, sagt Michael Miller, Sicherheitsberater der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Meine Aufgabe ist jetzt das, dass wir auf dem Betrieb draußen Lösungen finden. Damit wir praktische Lösungen finden, dass die Leute nachher sicher in ihrem Stall schaffen können. Es gibt Unfallverhütungsvorschriften, doch wie umsetzen? Wo sind Gefahrenquellen, Unfallschwerpunkte? Knapp 4.800 Unfälle in der Rinderhaltung wurden 2021 deutschlandweit gemeldet. 7 davon waren tödlich. Am meisten passiert beim Melken, gefolgt vom Treiben und bei Behandlungen am Tier, zum Beispiel bei der Klauenpflege. Die beste Prävention neben bautechnischen Maßnahmen, wie hier einem Personenschlupf als Fluchtweg, ist der ruhige und besonnene Umgang mit den Tieren, erklärt der Sicherheitsberater. Ortswechsel. Armin Amberger führt in Türkheim einen Familienbetrieb mit 30 Milchkühen in Anbindehaltung. Nicht mehr zeitgemäß, er muss umbauen. Bei der neuen Kombihaltung mit Laufhof müssen er und seine Tiere sich jetzt umgewöhnen. Ob das reibungslos klappt? Von der Unfallverhütung her sehe ich das eher negativ, weil wir uns einfach ein bisschen entfremden. Weil sie bis jetzt gewohnt sind, unsere Tiere, dass man sehr innigen Kontakt hat. Das heißt, beim Melken, beim Füttern und auch beim Entmischten sind wir immer um das Tier, sehr nah am Tier. Das ändert sich natürlich hier jetzt. Irmgard Meyer hat einen Betrieb mit 65 Milchkühen im Laufstall und seit 2012 einen Melkroboter. Angelockt vom Kraftfutter gehen die Kühe eigenständig zum Melken. Bedeutet das weniger Stress im Stall? Meine Erfahrung ist das, dass die Kühe einfach ruhiger sind. Sie werden nicht mehr getrieben, wenn ich am Morgen komme. Die liegen in ihren Boxen, die können machen, was sie wollen. Ich hole ja nur noch die Einzelnen raus, die zum Melken müssen, die wohl halt versäumt haben, ihre Zeit einzuhalten. So entfällt ein wesentlicher Risikofaktor, der Melkstress. Zurück zum Kurs. Besonders nach dem Abkalben sind Kühe durch ihren Beschützerinstinkt manchmal aggressiv. Ganz generell sind Behandlungen aller Art innerhalb der Herde gefährlich. Deshalb gibt es hier eine neue Unfallverhütungsvorschrift. Dass bei der Behandlung sich jetzt keine anderen Viecher frei bewegen sollen in diesem Bereich, dass das Tier fixiert ist, dass es vernünftig fixiert ist, ob es das bei der Trächtigkeitsuntersuchung, bei der Blutabnahme ist. Konkret heißt das, im Stall muss eine Separierungs- und Fixierungseinrichtung vorhanden sein. Elisabeth Herz, die nebenberuflich auch als Besamungstechnikerin arbeitet und gefährliche Situationen kennt, hat für ihre 75 Milchkühe eine solche Einrichtung mit Schwenkgatter und Halsfangrahmen speziell auch für Nachsorgeuntersuchungen in der Abkalbebox eingebaut. Mehr Sicherheit für Kuh und Kalb und Mensch. Mit einem Handgriff kommt man hier eben an alles am Tier dran, ob es jetzt am Euter ist. Man hat auch hier noch einen zusätzlichen Schutz, sollte die Kuh erschrecken oder ein bisschen kitzlig sein. Die meisten tödlichen Unfälle aber werden durch Bullen verursacht. 2021 waren das laut Statistik 6 von 7. In seinem Betrieb in Bedernau erklärt Landwirt Michael Simon seinen Kollegen, dass für ihn trotzdem die Vorteile eines Deckbullen im Kuhstall klar überwiegen. Nicht nur bei der Brunsterkennung, sondern auch für die Kühe, die durch künstliche Besamung nicht trächtig werden. Um das Unfallrisiko zu minimieren, hat er eine Bullenbox eingerichtet. Die brünstige Kuh wird zum Stier geführt und nicht wie früher umgekehrt. Die senkrechten seitlichen Begrenzungsstangen minimieren das Verletzungsrisiko für die Tiere. Für den Landwirt bietet ein Personenschlupf eine Fluchtmöglichkeit.
Sie macht das aber so, macht vorne das Aschenbecken zu, somit kein Einsparer. Er ist schon da. Zack, Aschenbecken zu, somit ist fixiert. Und somit kann ich halt die Kuh einfach sicher zum Stier treiben, ohne dass der Stier halt rumspringt und mich angreift. In der Praxis sieht das so aus. Somit verenge ich auch schon mal den Weg für die Kuh, dass sie schon mal weiß, wo sie nach muss. Komm, Mutschi. Komm. Ja, sagt einer nein. Genau, Kuh ist beim Stier. Dann einfach Tor wieder zu. Und dann öffne ich wieder das Aschenbecken. Und so kann der Stier kann die Kuh decken. Entsprechend der neuen Unfallverhütungsvorschrift, nach der spätestens ab 2024 Deckbullen nicht mehr frei im Kuhbestand mitlaufen dürfen, ein Natursprung bei größtmöglicher Sicherheit für Tier und Halter. Halt, stopp mal, ich hab noch was. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr natürlich abonnieren, aber schaut auch mal rein in die ARD-Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos von uns und komplette Unser Land-Sendungen. Und da gibt's natürlich auch noch viel, viel mehr.